zum 150-jährigen Geburtstag des Berufsbildungszentrums BBZ lüpfen lernende, leitende und glattende Gäste zu Tanzbein. Ja, der Moment ist ganz ein emotioneller Moment. Das ist eine Standortbestimmung. Eine Standortbestimmung, wo wir zurückschauen, aber vor allem auch voranschauen in die Zukunft. Und ich habe gemerkt, beim Zurückschauen habe ich gemerkt, dass die Herausforderungen vom Bestehen und von dem Wandel immer stattgefunden haben. Die Geschichte der Gewerbeschule hat der ehemalige Vorsteher Dieter Hösli in einem Buch zusammengetragen. Zitat wie das hier vom früheren Direktor zeigen der Wandel auf. Die Lehre in unserer Form, also Kombination von Theorie und Praxis, ist weltweit einzigartig. Das Schweizer Berufsbildungssystem ist dynamisch und flexibel. Wir sollten Sorge tragen zum dualen Bildungssystem. Ich sage immer, der Berufsbildungsweg ist der Kaiserweg vom beruflichen Erfolg. Der Weg zur englischen Königsfamilie hat der Bieler Ex-Gewerbschüler Anton Mosima geschafft. Der weltbekannte Starkoch ist extra aus London eingeflogen. Jetzt übrigens, heute Abend ist die Chance, also die Möglichkeit gewesen, im Buckingham Palace zu kochen. Wir bringen die Chance, wir kochen für ihn heute Abend für 150 Leute oder nach Biel zu kommen. Der Nidauer hat hier von 1962 bis 1964 die Schulbank gedrückt. Sein früheres Schulzimmer ist auf seinen Namen getauft worden. Es war auch ein Anfang damals da in Biel, in der Gewerbeschule. Und ich habe dank dem Kochberuf die ganze Welt bekocht in dem Sinn. Ich hatte die Gelegenheit, in 80 Städten zu arbeiten. Und das zeigt schon, wenn man eine gute Lehre hat, eine seriöse Lehre hat, wenn man seriöse Disziplin weiterarbeitet, hat man die Welt vor sich. Und das konnte ich auch beweisen. Und ich hoffe auch die jungen Leute, dass sie das mitbekommen. Als Jubiläumsgeschenk gibt es für diese Gäste nur. Selber gemacht von BBZ-Schülerinnen und Schülern. Dann würzt der Spitzenkoch mit einer Unterschrift noch seine Autobiografie. Und die Konditorinnen und Konditoren versüssen den Geburtstagsgästen den Abend mit einer 15 Meter langen Cremeschnitte. Natürlich mit 150 Kerzen.